sichern, dass der größte Teil der Gesellschaft keine Insekten und Schlangen ist. Sehr, sehr kompetitive Gesellschaft. Und das ist auch der Grund, warum besonders in dieser Zeit Krankheiten sich sehr schnell verbreiten können. Natürlich gefällt es niemandem, wenn sein Heimatland ständig mit anderen Ländern verglichen wird. Und ich mache Videos, die jungen Menschen helfen, Herausforderungen des Erwachsenwerdens besser zu bewältigen. Heute möchte ich über meine Auslandserfahrungen in China sprechen. Also erstmal zu dem Hintergrund. Ich habe nach meinem Abitur ein Jahr im Ausland in China gelebt. Ich war dort als Au-pair. Ich habe bei einer Gastfamilie gewohnt. Ich war also mitten im Kulturgeschehen drin. Neben meinem Job als Au-pair habe ich auch chinesische Sprachkurse und auch sowas wie Culture Classes besucht. Ich habe in Shenzhen gewohnt. Wir in Deutschland haben nicht so viel von Shenzhen gehört, aber Shenzhen ist eigentlich eine 13 Millionen Nasenstadt. Außerdem ist Shenzhen eine der Top-Tier-Cities nach Beijing und Shanghai. Die erste Schwierigkeit, die mir im Zusammenhang mit China in den Sinn kommt, ist auf jeden Fall die Sprache. Ich konnte ein Wort auf Mandarin und einen Satz auf Mandarin, als ich nach China gegangen bin. Ich konnte nur Ni Hao und Wo Wu Zhi Dao. Ich musste sehr hart arbeiten und sehr viel lernen, um die Sprache zu verstehen. Ich habe ein Video darüber gemacht, wie ich Chinesisch gelernt habe. Ihr könnt es hier oben anklicken. Mir ist aufgefallen, dass je mehr ich verstanden habe, was die Menschen um mich herum gesagt haben, desto weniger fremd waren sie mir. Desto mehr ich sprechen konnte, desto mehr habe ich mich als ein Teil der Gesellschaft gefühlt. Zu den sozialen Strukturen und der Gesellschaft. China hat eine sehr, sehr kompetitive Gesellschaft. Es gibt sehr viele Menschen in China, also ist man sehr leicht ersetzlich. Das heißt, wenn du deine Arbeit nicht gut genug machst, dann kann dich jemand anderes problemlos ersetzen. Besonders die jungen Menschen. Es gab sehr, sehr viele junge Menschen, die sehr, sehr erfolgsorientiert waren. Aber Shenzhen war auch eine sehr moderne Stadt, also es gibt sehr viele Startups und sehr viele alternative Karrieremöglichkeiten, wie zum Beispiel Blogging oder Online-Malls, was wirklich in China in den letzten Jahren super viel zugenommen hat. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass die Menschen einerseits super kulturorientiert, aber andererseits auch sehr modern waren. Diese Menschen, die die technisch fortgeschrittensten, interessantesten technischen Geräte, Kameras, Laptops, Roboter verkauft haben, waren oftmals Menschen, die sich den kleinen Fingernagel noch lang wachsen lassen haben, um zu zeigen, dass sie nicht mit ihren Händen arbeiten. Ich finde, das chinesische Neujahrsfest spiegelt ganz gut diesen Kontrast zwischen Kultur und Moderne wider. In der Zeit des Neujahresfests ist es in China so, dass jeder zu sich nach Hause geht. Die Menschen, die alle später in die Städte gezogen sind, gehen zurück zu ihren Familien in die Dörfer. Ganze Familien gehen zurück in die Dörfer. Die Schulen sind auch in dieser Zeit geschlossen. Sie machen auch für 5 Wochen nicht auf. Das bedeutet, dass viele Familien, wirklich ganze Kernfamilien, zusammen zum Beispiel ins Ausland gehen. Es gibt viele Chinesen, die zum Beispiel in Amerika oder in Kanada leben. Die kommen dann nach Hause, nach China. Und ganz viele, die zum Beispiel Familie in Amerika haben und die dann besuchen gehen. Vor ein paar Wochen habe ich sogar einen Artikel gelesen, dass die Zeit des chinesischen Neujahrsfests wirklich die größte Massenmigration der Welt ist, jährlich. Ich erinnere mich daran, als ich in Shenzhen gelebt habe, sind wir 2 Wochen meine chinesische Gastfamilie im Norden besuchen gegangen, in Xi'an. Als ich dann zurück nach Shenzhen gekommen bin, war es wirklich total leer. Also in der Zeit des Neujahrsfests war halt diese 13 Millionen Menschenstadt wirklich fast wie leergefegt. Es war wie Ghost Town. Und ich finde, das spiegelt nochmal wieder, wie verheerend diese Massenmigration eben ist in dieser Zeit. Und das ist auch der Grund, warum besonders in dieser Zeit Krankheiten sich sehr schnell verbreiten können, weil eben die Menschen sehr oft von Ort zu Ort gehen. Die Menschen gehen viel ins Ausland, sie kommen viel vom Ausland nach China und innerhalb des Landes gibt es halt viel Aufruhr. Die Menschen sind unterwegs, sie sind viel zusammen. An sich ist das chinesische Neujahresfest aber eine sehr, sehr schöne Erinnerung für mich. Zum Beispiel haben sie diese roten Umschläge, es heißt Hongbao, und in diesen Umschlägen wird Kindern, Jugendlichen Geld gegeben. Davon abgesehen ist das Leben in China super bequem. Wenn du um 1 Uhr nachts Bubble Tea trinken willst, dann kannst du um 1 Uhr nachts Bubble Tea bestellen. Du bestellst es von deinem Handy, ist es in 2 Minuten da. Aber was man nicht vergessen sollte, ist, was auch wieder auf diese kompetitive, hart arbeitende und erfolgsorientierte Gesellschaft hinausführt, ist, jemand arbeitet, damit du dein Bubble Tea um 1 Uhr nachts bestellen kannst. Nur damit dieses bequeme Leben möglich ist. Ich habe um 13 Uhr angefangen, dieses Video zu drehen und mittlerweile ist es 23 Uhr. Ich glaube, ich habe zu viel geredet und dann bin ich irgendwie in den größten Afternoon-Nap gefallen, den ich jemals hatte. Ich habe 4 Stunden geschlafen. Ja, aber jetzt habe ich gegessen und bin bereit,
über die chinesischen Essgewohnheiten zu sprechen. Wenn es um chinesische Essgewohnheiten geht, gibt es die größten Horrorgeschichten von Insekten, Kakerlaken, Würmern, lebendigen Tieren. Wichtig ist zu beachten, dass Essen in China etwas sehr Gemeinschaftliches ist. Essen in China ist was sehr Soziales. Die Menschen sozialisieren sehr über das Essen. Wenn in den Medien darüber geredet wird, dass Menschen in China sehr außergewöhnliche kulinarische Gerichte wie beispielsweise Fledermäuse oder Schlangen auf den Tisch bringen, um es ihren Gästen zu präsentieren, geht es halt darum, dass ein gewisses Prestige gezeigt werden soll. Die meisten Menschen in der Bevölkerung sind sich diesem Problem bewusst und machen das auch nicht. Es geht nicht darum zu sagen, ja, in China essen sie dies und das ist total eklig, sondern warum? Warum essen die Menschen das? Ich kann euch versichern, dass der größte Teil der Gesellschaft keine Insekten und Schlangen isst. Wenn ich darüber nachdenke, ist, glaube ich, das, was die meisten Menschen, jungen Menschen sehr gerne zusammen in China essen, Hotpot. Im Süden wird sehr viel Reis konsumiert und im Norden werden eher Nudeln konsumiert. Das Essen ist meistens so konzipiert, dass es geteilt wird. Es ist auch nicht so außergewöhnlich. Das nächste, worüber ich sprechen möchte, ist der Umgang mit Ausländern und Rassismus. Als ich in China war, war es das erste Mal in meinem Leben, dass es so offensichtlich ersichtlich war, dass ich zumindest ethnisch nicht Teil dieser Gesellschaft bin. Welche Erfahrung ich gemacht habe, ist, dass Menschen in China entweder davon ausgehen, dass man perfekt Chinesisch spricht oder dass sie davon ausgehen, dass man gar kein Chinesisch spricht. Oft, wenn wir mit Freunden in Restaurants oder Läden waren, hat man mit uns auf Chinesisch kommuniziert. Es geht nicht darum, dass die Leute kein Englisch sprechen können, sondern es geht eher darum, dass es einfach generell gesellschaftlich anerkannt ist, Mandarin zu sprechen. Ich kann mich nicht daran erinnern, in ein Restaurant gegangen zu sein, das traditionell Chinesisch war und in diesem Restaurant auf Englisch angesprochen worden zu sein. Meistens wurden die Bestellungen auf Chinesisch gemacht. Also man hat so auf die Karte gezeigt und hat so gesagt, oh ja, Jürger, hi, Jürger. Es gab aber auch Situationen, in der Menschen per se davon ausgegangen sind, dass ich gar kein Chinesisch sprechen konnte. Zum Beispiel in der Metro habe ich oft Menschen sowas sagen hören wie oh, Jürger, why, Goran? Und dann habe ich das natürlich verstanden und habe mich umgedreht und sie waren sehr verwundert, als wären sie gar nicht davon ausgegangen, dass ich überhaupt ein Wort auf Chinesisch sprechen könnte. Obwohl das Wort Ausländer literally das erste Wort ist, was man als Ausländer in China lernt. Noch eine andere Sache, die mich in China ziemlich beeinflusst hat, ist das Schönheitsideal. Ich glaube, ich habe mich noch nie so nah und gleichzeitig so fern an dem Schönheitsideal jemals gefühlt. Es ist so, dass als Ausländer in China einem oft gesagt wird, dass man ein sehr hübsches Gesicht hätte, dass man sehr hübsch wäre. Zum Beispiel wird oft gesagt, dass, oh, deine Nase ist so hoch, Bi Zi Heng Gao, oder deine Augen sind so groß, oh, Yin Jin Da. Einmal hat eine Frau in der Metro sogar gefragt, ob sie ein Foto von meiner Nase machen kann. Und sie hat dann wirklich ein Foto von meiner Nase gemacht. Also sie kam so mit ihrem Handy und hat so von der Seite und einmal von vorne literally nur meine Nase aufgenommen. Keinen anderen Teil meines Gesichts. Ja, das war ein kleines Traumata. Ich hatte auch normalerweise immer ein bisschen Probleme mit der Art und Weise, wie ich meinen Körper und mein Aussehen wahrgenommen habe. Ich mag es nicht so gerne. Wenn ich mich in Deutschland in manchen Situationen gefühlt habe wie ein Babyelefant, habe ich mich in China wirklich gefühlt wie ein mehrere Tonnen schwerer Mutterelefant. Besonders die Art und Weise, wie ich meinen Körper wahrgenommen habe und wie ich mein Gewicht wahrgenommen habe, hat sich in China sehr geändert. Die Menschen sind natürlich vom Körperbau her kleiner und viel schlanker. In China ist es sehr üblich, dass man Anmerkungen über das Aussehen von einem macht. Und sie meint es nicht böse, es ist einfach die Art, wie es bei jedem ist. Und jeder redet darüber. Zum Beispiel, oh, du siehst heute ein bisschen dicker aus als sonst. Oder, oh, hast du zugenommen. Oder, oh, warum hast du so viel abgenommen? Geben sie dir kein Essen zu Hause? Mir wurde sehr oft sehr natürlich ins Gesicht solche Sachen gesagt wie, oh, wenn du etwas abnehmen würdest, könntest du ein Model hier sein. Das war halt gar kein Kompliment, obwohl die Menschen das oft als Kompliment wahrgenommen haben. Der Gedankengang der Menschen ist so, es ist dein Aussehen, es ist etwas, was so offensichtlich ist. Also warum sollte ich nicht darüber reden? Die Erfahrung, die ich im Allgemeinen gemacht habe, ist, dass Menschen sehr nett und einfühlsam und okay, ja, ich weiß. Ich habe gerade darüber gesprochen, dass ich am laufenden Band als fett bezeichnet wurde, aber die Menschen sind trotzdem nett, okay? Bitte hört, bitte nein. Lockerer sind als wir in Deutschland. Sie haben diese asiatische Art, die mir auch sehr aus der Türkei bekannt war, dass Menschen netter, einfühlsamer und auch viel lockerer mit ihrem Leben umgehen. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass sie dazu neigen, sehr großes Verständnis zu zeigen. Besonders wenn jemand
Fehler in Bezug auf die Sprache macht, weil sie eben auch wissen, dass es eine sehr schwierige Sprache ist. Außerdem finde ich, dass besonders junge Menschen sehr gerne Kritik gegenüber ihrer Kultur und ihrem politischen System annehmen. Natürlich mag niemand es, von Fragen und Kritik durchlöchert zu werden, aber wenn man auf einer persönlichen und netten Ebene mit ihnen über die Perks ihrer Kultur und über die Perks ihres politischen Systems spricht, sind sie eigentlich meist verständnisvoll und sie erklären einem viel und reden ganz normal darüber. Natürlich gefällt es niemandem, wenn sein Heimatland ständig mit anderen Ländern verglichen wird, wenn das Heimatland besonders in den westlichen Medien immer schlecht dargestellt wird. Eine andere Eigenschaft, die mir an China sehr gefällt, ist, dass man strikt die Schuhe ausziehen muss, bevor man ins Haus reingeht. Ich muss sagen, auch wenn ich ein paar negative Erfahrungen gemacht habe, vermisse ich viele Dinge an China. Ich vermisse es abends rauszugehen, ich vermisse es, so sozial zu sein, ich vermisse es, in Cafés zu gehen. Möchte ich irgendwann nach China zurückgehen? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich manche Dinge verarbeitet habe, dann möchte ich auf jeden Fall zurück nach China gehen. Ich würde im Allgemeinen sagen, dass mein Leben in China keine extrem positive, aber auch keine extrem negative Erfahrung war. Ich denke, die schlechten Erfahrungen, die ich in China gemacht habe, waren nur Projektion meiner eigenen Unsicherheiten. Die Dinge haben viele Graustufen und ich habe sehr viele schöne Graustufen erlebt. It's all a matter of perspective. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen Einblick daran bekommen, wie das Leben in China als quote-unquote Ausländer aussieht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye!